Herzlich willkommen, meine Buddies, zu einem neuen Let's Play Slender the Arrival. Und das letzte Mal sind wir ja into the Abyss gelandet und es stehen noch zwei weitere Passagen zur Verfügung. Doch wir machen jetzt erstmal eine Runde Enter the Abyss, den Abgrund, und gucken, was uns da erwartet. Das letzte Mal haben wir ja tatsächlich die 8 Seiten erfolgreich gesammelt. Also ich habe tatsächlich zum ersten Mal gespielt Slender the Arrival Full. Ich hatte ja nur die Beta schon mal gezockt, wusste zwar dadurch einige Locations von diesen 8 Pages Sachen, aber hatte bis jetzt noch niemals die 8 Seiten in der Beta gesammelt. Ja, hatte bis jetzt noch nie die 8 Seiten gesammelt. Und beim ersten Versuch der Vollversion das letzte Mal tatsächlich die 8 Seiten insgesamt bekommen. Also es war wirklich Zufall. Hätte ich nie gedacht. Habt ihr wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass es so gut läuft. Wäre vielleicht doch was für die Let's Challenge gewesen, das in der Zeit in einer besseren Zeit zu schlagen oder so. Aber 8 von 8 Seiten, also Respekt. Hätte ich nicht erwartet, dass ich es tatsächlich schaffe. So, was haben wir denn hier? Einen Weg. Ja, wir sind das letzte Mal glücklicherweise hier anscheinend Slender entkommen. Hier ist ein Zaun, da geht es nicht weiter. Und das Spiel möchte bestimmt, dass wir durch diesen großen dunklen Tunnel gehen. Der so vertrauensvoll aussieht. Stimmungsschwangere Musik erfüllt die Luft. Warum können wir denn nicht eigentlich nur hier rechts lang gehen oder so? Ah, da haben wir wieder ein bisschen was zum Lesen, glaube ich. After the closing this Sunday, your paychecks will be mailed to your home address that we have on file for you. Please see Jessica in the office if you have changed your address recently, otherwise you will not be able to receive your final paycheck. We would like to thank all of you for your many years of dedicated service of Kuhlman Mining and wish you the best of luck here. Also wir haben hier eine Mine und die Leute kriegen ihren letzten Check, der wird nach Hause geschickt und so weiter und so fort. Also wir stehen hier vor einer verlassenen Mine. Kilman Co. Unknown Sender. You okay? Fragezeichen. I tried to find my way back to you when I tripped and fell down the slope, but my flashlight hit one of the rocks down there and broke. It was pitch black. I heard sounds all around me screaming. It sounded like you. I tried to follow it back, but I was lost. I fell. Everything collapsed down around me. I could feel it crushing me. Everything was moving so fast, I was drowning in water I couldn't see. Every fear I've ever had came back to me at once. Monsters surrounded me, my stomach inverted, my eyes shivered out of sight, and my heart caved in. I don't know what happened after that. I woke up in some tall grass today and found my way back of the house, to the house. I looked through the window and saw you sitting on the couch staring at your TV. I couldn't get your attention, so I left. I can't write anymore. I think straight. I need to. Okay. Also einem, dem es auch so ähnlich ergangen ist wie uns, hatte den Weg wohl zum Haus zurückgefunden. Und ich bin ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Noch irgendwelche Seiten sammeln müssen oder sowas. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen was anderes als vorher. Dass wir jetzt nicht hier stupide irgendwelche Seiten sammeln und Slendy entkommen müssen. Es sieht auf jeden Fall nicht sehr vertrauenserweckend aus. Warning! Kuhlman Mining, in the event of sudden power loss, all employees must be removed from the mines via emergency lifts as soon as possible. Also es gibt einen Lift to power the lifts. Please activate the emergency generators throughout the
Ground level of the complex. 6 generators are the minimum required to power the lift at full capacity. Please see your supervisor if you need. Ah, okay, also wir haben Lifts. Current goal, explore the area. Okay, na, das machen wir ja gerade. 6 Generatoren, die einen Lift betreiben. Und ich schätze mal, wir müssen wahrscheinlich den Lift anschalten. Haben wir hier noch irgend... Ah, ein Bild. Local Park sells land to Coleman Mining. Okay, das, dieser Oxide Park wurde also an die Minengesellschaft verkauft. Ist hier der Lift? Nein. Oh, das sieht nicht gut aus. Hier sind schon Zeichen und die führen uns nach dort. In das Dunkel. Get to the Tower. Okay. Need to get out. No, 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 no. Ah, das sieht nicht gut aus. Ist das hier der Fahrstuhl? Nee. Das hier ist der Fahrstuhl, ne? Ah, okay. Das hier ist der Generator. One of six. Oh, ho, ho. One of six activated. Oh. Okay. The elevator is unpowered. Alles klar. Also wir müssen die 6 Generatoren anwerfen. Und irgendwas wird uns sicherlich noch in geraumer Zeit verfolgen. Ob es nun Slenderman ist? Ich vermag es nicht zu sagen. Versuchen erstmal ein klein wenig. Oh, hier ist noch einer. Wow, 2 von 6. Was ist das? Bäh. Eklige Geräusche machen sich breit in meinem Gehirn. Okay, ich höre. Höhere Sachen. Und Füße trippeln. Ich fühle mich verfolgt. Scheiße. Was ist das? Wer bist du und was willst du hier? Okay. Was ist das? Geh zurück, geh zurück! Wer bist du und was machst du hier eigentlich? Ah, okay. Es hat mich erwischt anscheinend. Aber mir scheint nichts passiert zu sein. Gut. Also wenn wir dieses Geräusch hören, dass uns einer verfolgt, müssen wir wahrscheinlich entkommen oder versuchen zu entkommen. Hier ist kein Generator. Slenderman! Du willst mich doch verarschen! Das Gesicht wird immer deutlicher, je öfter es uns anfällt. Von wo bin ich jetzt eigentlich gekommen? Von da, oder? Also wir dürfen dem wahrscheinlich nicht zu oft begegnen. Oh, ich kann schon gar nicht mehr rennen. Wahrscheinlich bremst er uns aus, damit uns Slenderman nachher besser bekommen kann. So, ich suche noch einen Generator. Kein Generator. Okay, okay, okay. Wir haben noch einen Generator gefunden. Da unten ist das der, den wir schon angeschaltet haben. Wahrscheinlich schon. Hier sind wir lang, oder?
Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Wie eklig dieses Geräusch, ich hasse es. Wo? Nein, komm schon, das willst du nicht. Das willst du nicht wirklich. Slendy. Geh weg! Hau einfach ab! Scheißen Dreck. Also dreimal darf man von dem anderen Typen angefallen, angefasst, zerkratzt, gebissen werden. So, das ist jetzt bestimmt der erste wieder, den wir anschalten. So, one of six, genau. Okay. Wenn sie an sind, sind sie grün und wenn sie aus sind, sind sie rot. Okay. Und dieses eklige Vieh verfolgt uns natürlich. Und Slenderman verfolgt uns auch. Mich würde jetzt natürlich nicht wundern, wenn dann noch ein drittes Tierchen auftaucht im nächsten Raum oder wo wir uns dann hinbegeben. Das uns dann auch noch verfolgt. So dass wir dann immer weglaufen müssen vor Slender, vor dem. Ist natürlich blöd, weil hier hat man nicht allzu viele Möglichkeiten, großartig irgendwohin zu entkommen. Aber hier unten steht anscheinend noch ein Generator. Kann man hier drüber springen? Nein, kann man nicht. No, 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 sagt die Wand. Ich sag auch gleich mal no, 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 Slenderman. Hier sieht's sehr verlassen aus. Das ist natürlich super, wenn die in so einer Ecke drin stehen. Jetzt habe ich nur. Hab natürlich nur die Taschenlampe angeschaltet. Da laufen wir mal eine Runde weiter. In der Hoffnung, nicht erwischt zu werden. Von hier sind wir, glaube ich, kommen. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte, ich höre Schritte. Ich will eigentlich gar nicht wissen, von wo er kommt, aber ich muss ja wissen, von wo er kommt. Damit ich ihn aufhalten kann. Wo ist er denn? Ah, scheiße, genau aus der anderen Richtung gekommen, oder? Drecksmistviech. Ich verfluche dich! Ekelmann! Das sieht eher aus wie so ein. Also, es ist relativ klein, könnte ein Kind gewesen sein oder ein Kind sein. Ach nein, jetzt. Willst du mir doch nicht sagen, dass Slendy auch. Ah, scheiße, ich muss aber da lang! Slendy Man! Bleib dort! Ekliges, kleines Minitier.
Ah, wo stehe ich jetzt eigentlich? Ach, Kack! Damn! Eieiei, nicht noch einmal erwischen lassen. Ah ja, jetzt lauf schon normal. Lass dich doch nicht von ihm verarschen. Er ist doch nur kleines Kind oder sowas. Hauptsache Slendy steht nicht jetzt hier schon wieder rum. Blöde Slenderman. Boah, das ist blöde. Kind. Hör! Wo, wo, wo? Stirb! Ah. Deswegen kann man also die Kamera hier so... Slenderman und das Kind verfolgen mich. Ich will nicht von Slenderman und dem Kind verfolgt werden. Nur Slenderman reicht doch schon. Ach, doch diese eklige Quietschemusik. Hier waren wir schon, oder? Komm mir so bekannt vor. Ah ja, hier sind wir hergekommen. Geh weg! Ich will nicht mehr mit dir spielen, Slendy! Jetzt ist Slender-Musik hier gerade angesagt. Den Generator haben wir ja schon angeschaltet. Fehlen aber noch einige. Hier ist keiner drin. Uah! Slender! Menderslan! Slenderman! Steht hinter uns. Und wir haben noch gar nichts weiter gemacht. Und ich höre schon wieder das Kind. Von wo kommt's? Von wo kommt's? Nein! Geh weg! I dare you! Ich verabscheue mich, dich. Mann. Also entweder ist das Kind hinter einem her oder Slenderman oder beide oder. Ah! Nein, danke! Ich möchte keinen Slenderman kaufen. Ich möchte diesen Slenderman nicht kaufen, bitte. Ich höre schon wieder Fußgetrappel. So, Tree of Six. So, das letzte Mal konnten wir ihn ja abhängen, indem wir hier runtergesprungen sind. Vielleicht können wir ihn jetzt auch wieder austricksen. Ich höre Schritte, aber ich... weiß nicht, bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo die herkommen. Ich kann auch gerade nicht sprinten. Was relativ ungünstig ist in dieser Situation. Okay, das böse Fiepen ist weg. Wir gehen wieder hier hoch. Und unten am Rande der Treppe, am Fuße, steht er. Der Schlendermann. Schlendermann.
Mann, lass mich in Ruhe. Mache dein Äuglein zu. Ach nein, jetzt kommst du auch noch. Jetzt kommen sie alle auf einmal. Geh doch einfach nach Hause. Hast du keine Freunde, die mit dir spielen? Ich will nicht mit dir Verstecken spielen. Ja. Ich möchte nicht mehr. Vielen Dank. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen, bitte. Und dieses Monster dort auch nicht. Wie kriege ich den eigentlich wieder los? Kann mir das jemand sagen? Hier sind auch keine Generatoren. Ich glaube, ich kann ihn nur verlangsamen, aber nicht aufhalten. Dieses Geräusch auch, das ist ja absolut pervers. Bleib doch einfach da stehen. Ich kann wirklich nur versuchen, Abstand zu gewinnen. Oh, hier ist noch einer. Nein, geh weg. Jetzt geh doch weg. Wir sehen uns beim nächsten Versuch, dieses Vieh zu töten oder auszuweichen oder sonst irgendwas. Also beim letzten Mal mit den 8 Seiten lief so gut und jetzt mit den 6 Generatoren. Bis dahin, tschüss. Hey, Kids. Do you like toys? Yeah! You know what's more fun than playing with toys? Huh? Setting them on fire! With your new Little Inferno Entertainment Fireplace! Yeah!